Herzlich willkommen hier, zwei heute Folge hier in Thüringen. Ich werde mal ganz kurz noch den Kurs optimieren, dass er alleine abkippt, weil wir doch noch schon viel noch haben und kriegen werden. Das Wetter wird nicht besser, wir kriegen noch mehr Regen. Das heißt, ich werde mich darauf einstellen, doch noch das Mais zu häckseln komplett, denn verschenken möchte ich auch nichts. Ich fahre jetzt kurz ein Stückchen mit und dann werden wir gleich den Kurs so korrigieren, dass wir da besser abkippen können. Alleine wird nur noch ein bisschen Milch verkauft. Fährt er fleißig. Und das klappt. Nur die Lade klappt das aktuell nicht, weil der Traktor irgendwie zu breit ist. Und schlechten Wenderadius hat. Und das werde ich jetzt ein bisschen korrigieren. Das heißt, kurz vor werde ich ausschalten, da werde ich ein bisschen verschieben alles. Dass wir da ein bisschen runderen Kurven kriegen, dass wir da einen Abladepunkt anhalten kann. Oder ich werde noch versuchen rückwärts fahren. Ne? Hier ist ein bisschen querwild, durcheinander, ungünstig, aber nächstes Mal noch blauer, ne, dass wir ein bisschen mehr Ordnung reinkriegen. Aber diesen Kreuzung, da muss man viel überlegen, ne? Da muss man viel aussuchen, ne? Wo fahre ich nur lang. Da tun sie sich immer ein bisschen schwer. So, hier ist mal kurz stoppen. Und zwar muss ich jetzt mal sehen. Ich kann ja das leider nicht so gut sehen, wenn ich jetzt. Also ich kann es gar nicht sehen, weil ich nur im Fahrzeug bin, kann ich sehen, ne? Wo die Punkte sind. Die Punkte müssen alle. Ja. Müssen verschoben werden. Das heißt. Die bisschen nach links, also hier rüber. Dann fährt er so lang. Eigentlich so. Müsste eigentlich so funktionieren. Müsste. Und könnte vielleicht diesen Punkt ein bisschen mehr nach hinten verschieben. Und dann müsste das klappen. Machen wir kurz selber abladen. Und dann muss ich da vorne noch mal ganz kurz korrigieren. Da gibt es einen richtigen Unfall. Also da über die Gewichte für die Abdeckplane für die BGH. Ungünstig, ne? Fahren wir gleich weiter. BGH gilt kriegen wir heute Nacht. Gibt ja kein Vermögen, aber wie gesagt, das muss ja irgendwie verarbeitet werden. Alles zum Marsch bringt ja dann auch nichts, weil das Geld muss da ja auch verdient werden, ne? Und ich brauche hier auch Geld. Ja, verkaufen, da ist er halt nicht da, ne? So. Müsste eigentlich besser rumkommen, ne? Weil der Anhänger geht hier immer. Ja. Der Anhänger geht hier immer gegen. Und das ist ungünstig. Crossplay, das ärgert mich ein bisschen. So. Achtmal bis jetzt. Zurückfahren. Was wackelt das Ding so? Das ist ungünstig, ne? Ja auch. Der so wackelt. Das ist hier auch ein performance-technisches Problem. Wenn wir gleich verkaufen.
Gut, vielleicht beim nächsten Mal klappt das halt eher. So, gut, verkaufen die Sachen mal. Hier, die paar Sachen, das ist ja nicht normal. Ach, deswegen, weil er immer hier da reinkippen will. Aber das brauchen wir eh nicht. Garage. Das kann weg. Ich muss so sortieren, was ich nicht gebrauchen kann. Komplett verkaufen. Ganz vorsichtig. Das zum Beispiel kann weg. Geht ja darum, dass wir beim nächsten Mal nicht so viel mitnehmen, ne? Das hat so nicht so funktioniert, das Zeug. Gut, irgendwas, das geht, die Fräse wollte ich eigentlich verkaufen. Kärcher kann ich einen verkaufen. Die kleinen Teile, wenn ich da jetzt mal ein, ja, ich sag mal so, wenn ich da mal ein theoretisch zu viel hätte, ist auch egal, oder eins fehlt, dann kann ich mir noch zur Not sagen, okay, ich kaufe euch nach. Ne? So, jetzt mal gleich mal den Mist reinfahren in den BGH. Haben wir genug? 18.17 Uhr. Donnerstag-Folge. Erinnerung, Freitag kommt, ja, ob nur 18 Uhr oder 20 Uhr, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls kommt da ein Livestream von Thüringen gerade. Und tendiere zur Maisaktion Häckselgut, aber nicht in Silo rein, weil ich müsste ja doch wieder irgendwie alleine. Zumal es ja verbuggt ist, muss man dazu sagen. Also wenn es nicht verbuggt wäre, theoretisch, dann wäre ich dazu nicht abgeneigt, in Silo reinzufahren. Aber da die äußeren alle beide verbuggt sind, da auf jeden Fall nichts. Also, das machen wir uns nicht, das tun wir nie an. Vor allem muss ich auch wieder rausholen, ne? Das ist das größere Problem. Gut, da würde ich mir einen Radlader besorgen und dann versuchen wir Cosplay oder über Auto-Dreisat aufzuladen. Soll irgendwie funktionieren, muss ich nur halt testen und probieren. Und wenn es nicht klappt, dann klappt das, ne? Nur das Ding voll. Mach keinen Scheiß. Das ist typisch. Da gleich meckern, voll. Gut, der kippt nicht ab. Muss ich sehen, daher. Augenblick warten. Jetzt ist die BGH voll. Gut, der Anhänger ist groß, ne, mit fast 60.000. Ist aber Standardanhänger, ne? Aber den Mist will ich auch verarbeiten hier, den ganzen schönen Mist. So. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier schön rechts bleibe, ne? Ich hab dann hier auf die Haube rauf vorne, wenn man das alles misst. Ein bisschen zurück. Oh. Und Förderband anschalten. Untere. Das sieht zwar aus, als wenn es läuft, aber es läuft nicht. Jetzt läuft es. Gut. Der Mist wäre jetzt erledigt. Nochmal gucken nach den anderen hier. Kriege ich noch nicht ausgemacht hier. Man muss nicht alles haben, ne? So, nochmal einstellen.
Nimmt die Kurve etwas. Muss man hier vorne. Den Punkt ein bisschen mehr nach rechts bringen. Also diese Punkte hier. Dann kann er hier ein bisschen dann wieder rausfahren. Das ist okay. So. So. Mal zurückfahren. Und neu starten. Die Version 105RC5. Muss ja irgendwann mal einen Punkt drehen, ne? Oder mal einen anderen Traktor nehmen, ne? So ist ganz gut jetzt, vom Prinzip her. Rein theoretisch. Und vielleicht ein bisschen. Muss ein bisschen mehr nach links. Ja, wie gesagt, man kann es ja nicht von außen sehen, ne? Nur erahnen, also die Punkte kriegst du ja nicht außerhalb bestellt. So weit darf ich auch nicht gehen, dann komme ich meistens gegen die Wand, ne? Neuer Versuch. Mal sehen, wie er sie hat. Wie er da vorne rumkommt, ne? Muss er eh verbrennen, ne? Verarbeiten. Ob er hier gut rumkommt. Du darfst ein bisschen mehr Gas geben. Ach Gott, weil er denn auf ist. Hat es vielleicht funktioniert, ne? Mal zu. Ein bisschen nicht synchron, also nicht keine gute Rundung hinkriegt hier. Nehmen wir nach da rüber. Und den nach da. Vielleicht ein bisschen besser. Das dauert mir so lange. Das machen wir jetzt mal selber. Deckel zu. Hier auskippen hier. Die Silo nimmt zwar Silage an, aber das bringt ja nichts, ne? Ist ja hier. So. Testen wir nochmal. Ansonsten. Müssen wir dann einen kleinen Anhänger nehmen. Wir sind kleiner. Wir wollten notfalls eins kaufen, ne? Oder ein Traktor, der ein bisschen wendiger ist. Der GTB ist ein bisschen wendiger. Ah, jetzt klappt's. Mensch, ist das eine Wunder. Jetzt kann er arbeiten. So. Und wir gehen uns wieder Beschäftigung mit einem anderen Kurs. Und zwar geht es ja um den Einfahren
Autodrive, dass wir den Hackschnitzel uns entsprechend automatisch den abladen lassen können. Ne? Den Abladepunkt habe ich ja. Muss ich halt globalen Markt nehmen und den Beladepunkt halt, der kommt halt später, ne? Auf geht's zum Grunde. Müssen wir hier lang fahren. Ist ja schon Kurs drin. Irgendwo im Wald rein. Und zwar Ende, ne? Wir haben hier noch viele Bäume, die wir noch nutzen könnten. Die brauchen wir ja nicht deswegen jetzt hier vergeuden. Das ist ja Kapital, in Anführungszeichen. Ne? Die brauchen sie auch in Ottomarsch. Das ist hier der springende Punkt. Die brauchen sie ja. Denn sonst müsste ich ja. Ja. Gut Deutsch, dort ja irgendwie mal Holz machen. Ne? Also Holz muss ich da sowieso nochmal machen, demnächst. Über das Feld wollte ich nicht fahren. Aber gut, in dem Fall ist das jetzt wurscht. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Weil. Na gut, sag mal so. Das kann ich nicht genau sagen. Ne? Wenn man irgendwann doch nicht schief geht und doch kommt die Meldung doch nicht so ist, dann ist das so, ne? So, wir laden. Beladen. Ne, wir bellen. Kann auch Getreide sein, ne? Theoretisch, aber jetzt aber der fliegt da nicht hin. Hackschnitzel, so, Punkt. Punkt, Komma, Punkt. Erstellen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Den können wir hier nutzen. Beladen. Und abladen globaler Markt. Hackschnitzel. So, das ist im Grunde jetzt richtig. Ich muss jetzt nur einen anderen Fahrzeug haben. Kleinen nicht. Kräftigen, ne? So was hier, ne? Mit 1000 PS. Den wir noch nehmen können, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, nicht vergessen, ihr würdet mir eine große Freude machen fürs Liken und Kommentieren, für den Algorithmus. Dafür wäre es jetzt wichtig. Ja, ansonsten auch schön danke dafür und auch danke schön fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Bis morgen, Freitag. Und Freitag kommt dann noch abends ein Livestream. Entweder um 18 Uhr oder um 20 Uhr. Werde ich aber euch rechtzeitig bekannt geben und dann entsprechend dann auch reagieren können. Tschüss und ciao, bis dann und tschüss.